Nun, was ich jetzt auch noch mal dazu sagen könnte, was auch Jim Schroeder gesagt hat, ist, und gemäß den Augenzeugen noch vor einer kurzen Zeit haben sie erfahren, dass während das Bataclan angegriffen wurde, sollen sie Allahu Akbar gerufen haben. Und das ist etwas, das die Augenzeugen berichtet haben. Wir haben dafür keine Bestätigung. Where everybody was on the floor covering their head and we heard so many gunshots and da haben wir dann so viele Schüsse gehört und die Terroristen selber waren sehr ruhig und schienen sehr entschlossen zu sein. Sie haben 3 bis 4 Mal ihre Waffen nachgeladen. Sie haben nicht einmal etwas gerufen, sie haben nichts gesagt. Sie trugen schwarze Kleidung und haben auf die Menschen den Boden geschlossen, haben sie erschossen und glücklicherweise haben sich dann Menschen vor der Bühne sich dann versucht zu fliehen. Und ich habe einen Ausgang gefunden, als die Terroristen ihre Waffen neu luden. Dann bin ich auf die Bühne geklettert und habe dann von dort aus einen Hinterausgang gefunden. Was dort geschehen ist, ist ganz fürchterlich. 10, 20 Minuten lang nur Schüsse in einem kleinen Konzertsaal. Es ist kein allzu großer Konzertsaal. Und da waren vielleicht 1000 Leute, maximal. Und es war ganz, ganz fürchterlich, ganz schrecklich. Julian, diese Terroristen, Sie haben 3 oder 4 von ihnen gesehen, die waren schwarz gekleidet, die Gesichter waren mit Masken bedeckt. Nein, sie haben keine Masken getragen, sie waren nicht maskiert. Ich habe das mindestens eines Terroristen gesehen. Er war sehr jung, maximal 25 Jahre alt. Und er hat nicht einmal einen Bart gehabt. Er sah aus wie ein ganz normaler Straße, der nur eine Kalaschnikow trägt. Sie waren nicht maskiert. Haben Sie irgendwelche Worte aus seinem Mund gehört? Hat er gesprochen, Französisch oder Arabisch oder irgendetwas, was Sie vernehmen konnten? Nichts. Ich habe nichts vernehmen können. Nur das Schreien der Menschen im Bataclan. Sie haben nichts gerufen, sie haben nichts gesagt. Nicht Allahu Akbar oder so etwas. Sie haben überhaupt nichts gesagt, sie haben nur geschossen. Der Veranstaltungsort ist umstellt worden, man versucht dort einzudringen und es gibt einen Austausch von, einen Schusswechsel mit dem Dach des Gebäudes, wo sich möglicherweise Leute befinden. Und Augenzeuge haben das auf jeden Fall berichtet, dass die Polizei versucht, in die Halle einzudringen. Das ist natürlich eine riskante Operation und dort wird Menschenleben gefährdet.